so überliefert. Über Rasul sallam. Er hat gesprochen zum Beispiel Umrah, Al-Hajj, er hat über Salah, über all das, was er gesagt hat. Nicht was die Thematik angeht, was die Person angeht. Okay? Jetzt haben wir gesagt, dass diese Hadith-Wissenschaft oder zu überprüfen, was jemand sagt, finden wir im Koran. Und wir haben ja gesagt, dass damals die Sahaba untereinander niemals der eine den anderen gefragt hat, woher hast du das? Oder nur in bestimmten Fällen, wo es wirklich komisch war, als wir erzählt haben, für Ulum al-Quran, wer euch daran erinnert, zum Beispiel, wenn jemand eine bestimmte Information nicht zugekommen ist, er hat was von Rasul Sallam gelernt und jemand macht was anderes, dann findet er das komisch. Zum Beispiel, Hisham ibn Hakim, als er vorgebetet hat und er hat von Surat al-Furqan gelesen. Umar ibn Khattab steht hinten in den Reihen und hört Hisham ibn Hakim, wie er auf eine Art und Weise liest, die er nicht kennt. Und wir haben ja gesagt, dass es immer besser ist, dass du, wenn du die Leute bei irgendwelchen Leuten bist, dass du das machst, was sie kennen, wenn sie kein Wissen haben. Wir haben mal eine Geschichte erzählt, wisst ihr, über Muhammad Amin al-Shinqiti, rahimahullah, dass er mal zu Gast war zu einem Vortrag, ein großer Gelehrter, rahimahullah. Ja, hat er den Vortrag beendet, der Imam von dieser Moschee war an diesem Tag nicht da, haben sie ihm gesagt, Sheikh, geh vorbeten. Jetzt, die Leute kennen nur Hafs. Yani, alhamdulillah, rabbil alamin, maliki yawmiddin. Okay, das kennen sie. Aber der Mann hat sein Leben mit Wash verbracht. Jetzt liest er und sagt, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Maliki, Yawmiddin. Jetzt fingen die Leute an, dahinter Theater zu machen. Der eine rief von da hinten, Maliki, Yawmiddin, Maliki, Yawmiddin. Der Sheikh hat gesagt, die haben mich so durcheinander gebracht. Was schreien die da? Sagte, ich habe mein Gebet beendet. Sagte, als ich mich hingesetzt habe, um Tasbih und Tahlil und Takbir zu machen, kam ein alter Mann zu mir und sagte, Sheikh, wenn du kein Koran lesen kannst, wir haben genug Brüder, die Koran lesen können. Verstehst du? Guck mal, yani, durch diese Unwissenheit, wie du einem großen Sheikh bloßstellen kannst. Also, wo finden wir diese Grundlagen, dass sich vergewissern wegen einer bestimmten Aussage? Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran folgendes. Ya ayyuha alladhina amanu. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. Warum? Weil es um Rasul Sallam geht. Und die Sahaba damals haben niemals eine Frage gestellt. Außer in diesen Angelegenheiten. Hisham ibn Hakim betet vor, auf eine Art und Weise, die Umar nicht kennt, weil er sie von Rasul Sallam anders gelernt hat. Und er nach dem Gebet geht. Umar ibn Khattab sagt, im Gebet wollte ich auf ihn springen. Er geht nach vorne nach dem Gebet, zerrt ihn an seinen Klamotten und sagt, wer hat dir diese Leseart beigebracht? Sagte vom Propheten, das hat Umar noch zornig gemacht. Wie vom Propheten? Ich habe doch was anderes gelernt. Dann zerrt er ihn an seinen Klamotten und nimmt ihn zu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Und das Zerren von Umar ist nicht wie unser Zerren. Ja? Also Hisham ibn Hakim hatte anscheinend ein paar Tage erstmal Knochenschmerzen gehabt. Ja? Umar, das ist Umar, radiyallahu anhu arda. Verkommt die zu Propheten, sagte, dieser hat gerade auf eine Art und Weise gelesen, ja Rasulallah, die ich nicht kenne. Du hast mir was anderes beigebracht. Sagte er, Hisham, lies vor. Und du, Umar, lass dann mal los. Ja, dann hat er vorgelesen. Nachdem er fertig war mit dem Vorlesen, so ist es offenbart worden. Sagte er, Umar, lies du auch. Sagte, so ist das auch offenbart worden. Verstehst du? Aber die Sahaba, wenn jemand gesagt hat, Qala Rasulullah, der Prophet hat gesagt, haben sie sich nicht zu Lügnern. Hat er nicht gesagt, wo ist dein Beweis, wo ist dein Sanad, wo ist deine Überlieferungskette? Haben sie nicht. Aber als das Lügen sich verbreitet hat, allmählich nach dem Propheten Muhammad sallam, kam Umar ibn Abdul Aziz und Yahya ibn Ma'in und die ganzen so. Und das waren, Yahya ibn Ma'in gehört, eigentlich ist ein Mann, ein Name, den ihr euch merken sollt, weil er war sozusagen von den Leuten, die dieses Sammeln, von den Hadithen des Propheten Muhammad sallam, er war so von diesen Leuten, die diese Wissenschaft angefangen haben. Und natürlich, wir sprechen inshallah später, wer war der Erste, der dieses Buch geschrieben hat? Überhaupt diese Ulum al-Hadith, Hadith Sahih, ne? fünf Eigenschaften muss ein Hadith sein. Wer war das? Hast du schon mal Ibn al-Salah gehört? Hast du Ubay al-Baghdadi gehört? Inshallah, darüber reden wir. Also haben wir gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, O ihr diejenigen, die Iman erlangt habt,
Wenn ein Frevler, das heißt ein Mensch, manchmal ist er ehrlich, manchmal ist er nicht ehrlich, er nimmt das nicht so ganz genau, mit einer Nachricht. Und das bezieht sich eigentlich auf alles, was man sagt. Warum? Weil wenn ich heute zu jemandem komme, der will heiraten, dann kommt er zu mir und sagt, Bruder, was hältst du von der Person? Ja, mein Bruder will sie heiraten oder ein Mann ist gekommen von meiner Tochter. Verstehst du? Natürlich, wenn er dich fragt, musst du ja ehrlich sein. Du musst eine gute Aussage machen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn dieser Mensch, der jetzt gefragt wird, schon bekannt ist als ein Frevler, er ist kein ehrlicher Mensch, dann musst du Klarheit schaffen. Und das sagen wir zu jedem Bruder und jeder Schwester, die Allah fürchten und nicht wollen, dass ihre Taten durch andere kaputt gemacht werden. Achte auf das, was du sagst über die Menschen. Umar ibn Khattab sah einen Mann, der einen anderen Mann gelobt hat. Du bist und so. Kam Umar, hat ihn genommen zur Seite, sagte, kennst du den Mann? Sagte, ja. Sagte, hast du mit ihm gesessen? Nein. Hast du mit ihm gegessen? Nein. Bist du mit ihm gereist? Sagte, nein. Sagte, du weißt nichts über den Mann. Wichtig, gerade wenn du über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprichst, du sagst, qala Allah, qala Rasuluh. Und wir haben gesagt, warum ist das wichtig? Weil alle Menschen heute sprechen über wen? Über Allah und seinen Prophet. Alaikum salam. Sogar, wie Abu Hussein immer warnt, sagt er, wenn du gerade den Islam angenommen hast, sei nicht am nächsten Tag schon der große Mufti. Ja? Warum? Weil jeder heute redet über die Religion und jeder macht das Sanad. Das heißt, seine Aussagen, die er sagt, wem schreibt er zu? Allah und sein Prophet. Und über Allah zu lügen, sagt Allah im Koran, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Sagt nicht zu dem, was eure Zungen beschreiben, was Lüge ist. Dieses Haram, dieses Halal. Um über Allah Lügen zu verbreiten. In der Sunna gibt Hadithe, wallahi al-azim. Yani weißt du, dass manche Gelehrte, die Hadithe gesammelt haben und dieses eingestuft haben, wenn er ein Hadith sahih über Rasul sallam hatte, hat er geschrieben, anstatt marfu', hat er maqtu'. Das heißt, er hat das nicht dem Propheten direkt zugeschrieben, er hat das einem Sahabi geschrieben. Aus Angst und Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, er hätte vielleicht gelogen über Rasul sallam. Guck mal, wie wichtig das ist. Deshalb ist es wichtig heute, wenn wir sagen, Allah hat gesagt, sein Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass wir die Wahrheit sprechen. Warum war Rasul sallallahu alaihi wasallam in vielen Hadithen, guck mal, dieser Hadith, sagte, man kathaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa miqadahu minan nar. Wer über mich mit Absicht Lügen verbreitet, dann seine Stelle im Höllenfeuer ist schon gesichert. Wal'iyazu billah. An anderen Stelle sagte Rasul sallallahu alaihi wasallam, über mich zu lügen, ist nicht wie über andere zu lügen. Es ist schlimm, damit nicht einer etwas verwechselt. Aber über Rasul sallallahu alaihi wasallam ist anders. Warum? Weil Rasul sallallahu alaihi wasallam ist ein Vorbild. Rasul sallallahu alaihi wasallam befiehlt, was Allah befohlen hat. Und er hat eine Sunna, die Leute umsetzen müssen. Dann ist das wichtig, dass wenn wir das machen, dass wir hier Klarheit schaffen. Wie schaffen wir Klarheit? Indem wir fragen, wer bist du? Wie ist diese Nachricht zu dir gekommen? Und je mehr sich die Menschen von Rasul sallallahu alaihi wasallam entfernen, desto wichtiger wird das. Weißt du, dass manche Menschen von Mekka nach Syrien gereist sind? Ich habe in ein paar Bücher gelesen, der ist gereist von Mekka nach Syrien. Flugzeuge gab es damals nicht. VW und Opel und gab es nicht. Wo du mal 2 Stunden fährst oder 3 Stunden fährst. Nein, gab es nicht. Das heißt, er musste auf seinen armes Tier, in dieser heißen Sonne dahin fahren. Und die haben erzählt, da ist er gegangen zur Tür. Assalamu alaikum. Alaikum assalamu alaikum wa barakatuh. Wer bist du? Oh, umarmt und so. Ich bin gekommen nur wegen einer Frage. Hast du diesen Hadith von dem und dem gehört? Sanat. Verstehst du? Hast du es gehört? Sagte, ich habe es gehört. Er schreibt es auf Salam. Komm rein, trink. Ich bin nur deswegen gekommen. Subhanallah. Subhanallah. Und es gab eine Zeit, wo viele gelogen haben über Rasul sallam. Und bis heute wird über Rasul sallam gelogen. Bis heute wird über Rasul sallam gelogen. Sogar in manchen Überlieferungen, dass Al-Bukhari oder Shu'ba oder andere sind gereist. Es gab Leute, die haben wirklich gelogen. Die haben ein Hadith erfunden über Rasul sallam, um die Leute zu motivieren. Dann ist er gegangen zu dem Ersten. Weil da steht immer so 1, 2, 3. Ne? Dann geht er zu dem Ersten. Hast du diesen Hadith von dem gehört? Nein.
Geht jetzt zu dem zweiten. Hast du? Nein. Dritten.